Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardcore Fishing. Heute wollen wir auf die Hardcore großen Aale gehen, deswegen haben wir uns kleine Köderfische besorgt und die werden wir auch noch mal ein bisschen pimpen. Ich zeige euch gleich am Wasser, was ich damit meine. Erstmal los geht's. So, jetzt nochmal ganz kurz zu den Bedingungen. Wo sind wir hier? Wir sind hier wieder in einem Tidestrom, jetzt kurz vor dunkel werden. Und warum sind wir jetzt zu dieser Uhrzeit hier? Weil das Wasser jetzt gerade noch aufläuft. Also das ist der einzige Grund. Man kann genauso tagsüber angeln. Ich bin noch ein bisschen aus der Puste, weil ich einmal den Deich hochgelaufen bin. Oh Gott, ich glaube, ich werde ein alter Mann. Naja. Ansonsten, heute haben wir sehr bedeckt. Es ist ziemlich windig. Eigentlich richtig gute Raubfischbedingungen. Hier haben wir uns hingesetzt, ist eine Außenkurve und schwenkt mal rum. Da ist eine schöne Strömungskante. Hier vorne steht das Wasser, wie ihr seht. Da wollen wir unsere Köderfische platzieren. Natürlich auch in der Hoffnung, dass wir einen schönen Beifang haben, vielleicht einen Zander oder irgendwie sowas, da will ich mich nicht beklagen. Genau, und dann wieder zwei Grundrouten rein, zwei Posenrouten, das mache ich immer so am Fluss, damit ich genau die Kante hier abfischen kann und ein bisschen weiter im Tiefen. Hat bisher immer ganz gut funktioniert. Mal sehen, wie es heute läuft. Jetzt aber genug gelabert. Ich muss unbedingt die Routen reinkriegen. Es ist nämlich schon recht hoch, das Wasser. Puh. Und ich sollte echt mal wieder ein bisschen Sport machen. Pff. Okay, los geht's. So, und ich erzähle ja immer, ich angel auf den Steinen. Wenn das Wasser hoch ist, dann sieht man die Steine nicht mehr. Jetzt stehe ich noch auf den Steinen. Seht ihr das? Und da unten sind auch noch Steine. Das geht hier komplett runter. Das ist die Steinpackung, da sammelt sich Schlick und da sammelt sich Nahrungsreste, da kriechen die Aale dann rein und suchen sich das, was da über Tag so liegen oder über der Niedrigwasserphase so reingefallen ist. Deswegen finde ich das auch super effektiv, aber ist natürlich auch mega hängerträchtig. Genau hier drauf angle ich. Ja, sieht man gleich nicht mehr, das Wasser kommt schnell hoch. Da kann man es vielleicht auch nochmal sehen, die Steine verschwinden jetzt langsam im Wasser. Also auflaufen Wasser im Moment. Und wir wollen beide Phasen mitnehmen, also wenn das Wasser ganz oben ist, still steht und bei uns läuft es dann in die andere Richtung wieder runter, nicht so wie in einem Alpenfluss, immer nur in eine Richtung. Wechselt dann also die Strömungsrichtung und auf Köderfisch haben wir in der ablaufenden Phase auch immer ganz gut gefangen. Jetzt wollen wir mal sehen, was sie heute so wollen. Okay, jetzt aber wirklich, Ruten rein. So, das erste kleine Mini-Fischchen. Wir sagen dazu Splitter, das ist ein kleines Rotauge. Hinterm Kopf angehakt mit einem 6er Haken. Das ist die erste Montage, durch den Kopf gehakt, weil die Strömung den sowieso hochdrückt und dann flattert er halt schön in der Strömung. Die Pose dient nicht als Bisserkennung, die hält einfach nur den Köder über der Steinpackung. Hier, der Stopper ist auch ganz nach unten gezogen. Und so präsentiere ich den jetzt an der Strömungskante. Bin mal gespannt, ob das klappt. Das hier ist ein normales Fischchen ohne Extra, sage ich jetzt mal. Und zu dem Extra komme ich jetzt. So, das Extra ist das hier. Seht ihr das hier vorne? Knoblauch. Ich habe mir ein Stückchen Knoblauch zurechtgeschnitten und das werde ich jetzt in den Fisch reindrücken. So, damit er eine starke Knoblauchnote bekommt. Die Rute werde ich direkt neben der anderen platzieren. Und warum mache ich das Ganze? Wir haben in der letzten Zeit mal Experimente gemacht mit Knoblauch und Kaffee und allem Möglichen. Geld nur mal auschecken. Und festgestellt, dass auf Knoblauch immer die größeren Aale gekommen sind, beziehungsweise wir super viel mehr Bisse hatten, wenn wir da irgendwie mit Knoblauch experimentiert haben. Deswegen werde ich jetzt das Gleiche mal ausprobieren mit einem Köderfisch, den mit Knoblauch hier pimpen. Das kennt ihr ja auch, ne? Vom Gummifischangeln. Viele Gummifische haben dann so ein Knoblaucharoma. Warum denn nicht mal einen richtigen Fisch mit Knoblaucharoma? Ja, haben wir uns einfach so mal gedacht. Probieren wir heute auch aus. Ich werde den jetzt auch genau gleich anködern. 6er Haken hinter den Kopf eingehakt und neben die andere Rute. Ich bin echt gespannt und das gleiche werden wir dann auch mit der Grundrute probieren. Kommt auch ein Knoblauchfischchen dran und dann werden wir eine wahrscheinlich mit Wurm machen, um zu kontrollieren, ob die Fische überhaupt beißen. Wenn keine Aale beißen, dann ist es natürlich auch schwierig, da irgendwelche Aussagen zu treffen. Ah, ich bin echt gespannt. Schreibt gerne jetzt mal in die Kommentare, ob ihr meint, das hat irgendeinen Sinn oder ob das Quatsch ist.
So. Jetzt sind wir an der Kontrollroute. Hier hatte ich den Tauwurm dran, ob die Fische überhaupt beißen. Jetzt hatten wir gerade hier einen Zupfer. Ja. Oh. Da hängt was. Was Gutes. Das scheint ein guter Aal zu sein. Ja. Super. Schön vorne gehakt. Ja. Könnte gerade Maß haben. 45 ist hier das Maß. Also die Aale beißen auf jeden Fall schon mal. Sehr schön. Hängt auch unten, den lasse ich aber wieder frei. Ich will etwas größere. Wir wollen heute Hardcore-Aale und nicht Mini-Aale. Also, tschüss, mein Kleiner. Zack. Habt ihr den Trick gesehen? Einmal unten festgehalten, umgedreht, dann fällt er von alleine ab. Ah, ja, gut. Aal beißt auf jeden Fall schon mal, das ist gut. Ich hau den Wurm nochmal ran und alle drei anderen sind ja mit Köderfisch. Dann bin ich guter Dinge. Wenn jetzt noch einer hier beißt, dann glaube ich, hau ich auch mal einen Köderfisch dran. Okay, super, weiter geht's. Hardcore! So, der höchste Punkt des Pegels ist schon bereits durch. Die Tide ist gekippt. Das Wasser läuft jetzt wieder ab, auch wenn man es hier noch nicht so richtig sieht. Aber man sieht es da unten an den Steinen. Seht ihr das? Die sind schon wieder frei. Die waren gerade komplett weg, als der Aal gebissen hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt müssen alle kleinen Fische aus ihren Verstecken wieder raus und werden so in den Hauptstrom reingezogen. Aus den Steinen raus hier oben. Meine Theorie ist, dass dann die Räuber hier vor patrouillieren, hoch und runter die Steinpackungen schwimmen und sich dann die Fische da wegsnacken. Ist aber nur eine Theorie. Wir werden das gleich mal auf die Probe stellen hier. Ja, einen Biss haben wir jetzt gehabt. Einen Aal haben wir auch gefangen, aber auf Wurm. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Drückt uns die Daumen, Leute. Drückt uns die Daumen. Ich glaube, wir können ein bisschen Glück gebrauchen. Jo, der nächste Biss, wieder auf Wurm. Also Küffi ist im Moment nicht so angesagt. Es hat auch ganz schön lange gedauert, bis es gebissen hat, aber wir haben auch echt ein bisschen miese Bedingungen. Es ist Nordwestwind und sehr kalt geworden. Gestern hatten wir noch, oder heute Nachmittag hatten wir noch 20 Grad. Jetzt tut sich wieder nichts hier. Ah, vielleicht auch nur ein Weißfisch. Ich will auch nicht zu lange warten. Ich habe keinen Bock, da irgendwelche kleinen Aale zu verangeln. Ne, nix. Mal gucken. Da ist der Wurm. Ja, wahrscheinlich nur ein Weißfisch oder sowas, oder ein ganz kleiner. Hier, da sieht man es so ein bisschen dran rum. Hier, da oben. Da seht ihr das. Krabbe wahrscheinlich. Ist alles ab hier oben. Die Eulen. Mistviecher. Habt ihr die eigentlich auch, Krabben? Oder ist das so ein Norder-Ding hier? Ah, ich mach da mal einen neuen dran. Also im Moment ist echt schwierig. Hartes Brot, muss man sagen. Für den Fluss hier echt ungewöhnlich, zu dieser Jahreszeit zumindest. Na gut, kann am Wetterwechsel liegen. Gut, weiter geht's. Weiter. Irgendwas gefällt mir hier heute nicht. Ich glaube, ich ändere mal was am Wetter. Oh, geil. Richtig schön warm. Aber jetzt brauche ich den ganzen Kram nicht mehr. Ah, ja, das ist schon viel besser. Jetzt noch einen kleinen Snack. Wie doch nicht. Okay, klappt das auch mit Fisch? Fisch. Boah, stinkt auch. Wir hatten ein bisschen Probleme mit Fischverlust, deswegen habe ich den Köder jetzt aufgezogen.
Und man sieht, ich habe von hier hinten mit der Köhlernadel durchgestochen bis zum Maul und den Haken hier eingezogen. Sieht fast aus wie ein normaler, ja, wie man einen Gummifisch eigentlich kennt, ne, mit einem Jig-Haken da oben. Und dieses Puder, das ist Knoblauchpulver, um den Fisch halt nochmal ein bisschen extra Reiz zu geben. Das hatte den Hintergrund, wir hatten hier wahrscheinlich Krabben oder was auch immer. Und die haben uns die Fischchen immer vom Haken runtergezupft, wenn ich die nur durch den Kopf anhake. Und eine andere Anköderungsweise ist ein bisschen blöd im Fluss, weil es drückt ja die ganze Zeit. Und wenn ich den jetzt andersrum anhake und aufziehe, dann ist das ja total unnatürlich. Ne? Der Fisch steht ja mit dem Kopf in die Strömung rein, deswegen so rum. Der Nachteil an der Geschichte ist natürlich, die Fische werden vom Kopf zuerst geschluckt. Das heißt, ich muss recht schnell anschlagen, das stört mich jetzt aber auch nicht. Also wenn der Fisch jetzt kommt, dann nimmt er ihn von der Seite und dreht ihn ja normalerweise so mit dem Kopf. Versucht das nochmal zu zeigen. Also der Beutefisch oder der Raubfisch vielmehr kommt, schnappt sich den Fisch so, dann muss ich anschlagen, denn wenn er den Fisch anfängt zu drehen im Maul, dann sitzt der Haken verkehrt herum und kann nicht sitzen und haken, weil er ihn ja so abschlucken will. Okay, deswegen diese Anköderungsmethode. Schnell anschlagen. So, direkt hier vorne an die Kante. Freilauf rein. Alles andere hat keinen Sinn, das wird sofort weggedrückt. So, und wenn die Tide ein bisschen hochgekommen ist, direkt auf die Packung. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert jetzt. Bedingungen sind ideal, also besser geht es eigentlich gar nicht. Schönes Wetter, auflaufendes Wasser. Wir wollen mal sehen. Wir sehen uns beim Fisch. So, hier vorne hat es auf Köderfisch gebissen, ist einfach jetzt nach unten gegangen. Ich will jetzt nicht zu lange warten, habe ich ja gesagt. Jetzt kommt auch ein Schiff vorbei, ist immer typisch. Wenn ein Schiff vorbeikommt, dann beißt es. So, 3, 2, 1, warten wir noch, bis das Schiff da ist. Er steht hier vorne noch, hoffentlich ist es keine Krabbe. Oh, ich fürchte es. Oh, ah, ist in die Steine gezogen. Wahrscheinlich Krabbe. Ah, der Fisch hängt noch, ich merke ihn. Guter Fisch, guter Fisch. Seht ihr hier die Rutenspitze? Guter Fisch. Sehr guter Fisch. Hält sich fest. Oh, ist ein richtig guter Aal. Hält sich voll in den Steinen fest. Richtig starker Aal. Boah. Richtig starker Aal. Ah, er sitzt da voll drin. Ja, er kommt. Nein! Ich wusste es. Nein! Ja, ich habe mich wieder beruhigt, Entschuldigung. Ich bin auch nicht ganz frei von Emotionen. Ich musste einmal kurz in eine Runde rennen. Ein bisschen viel fluchen. Jetzt geht's wieder. Das ist, man sieht es hier vielleicht. Das war das Battle in den Steinen. Also er ist in die Steine rein. Ich habe ihn wieder ein Stückchen rausgezogen, wieder in die Steine rein. Und irgendwann war die Schnur halt durch. Ja, ist sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber es funktioniert, also die kleinen Küfis mit Knoblauch gedippt scheinen echt hier reinzuhauen. Okay, es nützt ja nichts. Route wieder rein, nächste Chance kommt bestimmt. Puh, verzeiht mir mal einen kleinen Ausraster, aber ich glaube, das kennt jeder. So, nächste Biss an Köderfisch. Hier vorne. Oh, bitte, diesmal klappt's. Achso, Moment. Muss eben die Bremse zudrehen. Ich habe die Bremse hier einfach ganz aufgedreht, damit der Fisch auch entsprechend Schnur nehmen kann, wenn es beißt und nicht sofort misstrauisch ist. So. Oh, bitte, Leute. Der hat schon wieder, doch, er ist noch da. Okay. Ja. Yep. Guter Aal. Nein! Ausgeschlitzt! Ich habe ihn noch gesehen. Oh. Ich weiß nicht, ist er drauf, Kameramann? Oh nein. Was ist hier heute los, Leute? Ey, oh Gott.
Oh, mein Herz zerbricht. Aber es funktioniert. Haken ist leer. Ja, beißen hier vorne am Rand, hier in diesem Wirbel. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so enttäuscht gerade. War ein schöner Aal. Ich habe ihn gesehen an der Oberfläche. Ungefähr so, schätzungsweise schwer zu sagen. Aber ja, er hatte ein gutes Räuchermaß. 350 Gramm, 400 Gramm. Enttäuscht ist. Ich bin so enttäuscht gerade. Mach mal aus jetzt hier, sonst muss ich gleich weinen. So. Oh. Ja. Stefan ist gerade unterwegs. Oh. Oh, und da ist der erste Aal. Aber der hat leider nicht auf Köderfisch, sondern auf Tauwurm gebissen. Stört mich jetzt aber nicht. Ein richtig schöner Aal. Ich komme mal zu euch. Der Kameramann ist wie gesagt unterwegs. Ich habe einfach schnell die Kamera auf dem Stuhl angestellt. Ist auch perfekt gehakt. Woo! Richtig schöner Aal. Guckt mal. Der hat locker 55, 60. Werde ich jetzt schnell versorgen. Und dann können wir uns ihn nochmal angucken. Das sind die, auf die wir es abgesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob man es gut sehen kann. Was für ein herrlicher Fisch. Richtig schöner Aal. Der ist jetzt aber auf Tauwurm gekommen. Wie gesagt, das ist die Kontrollroute da ganz hinten. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir werden da jetzt auch gleich mal über Köderfisch dran machen, weil Köderfisch scheint echt gut zu laufen. Ja, Wahnsinn. Der erste Aal. Endlich an Land. Oh Gott sei Dank. Kann auch daran liegen, dass ich gerade die Banane gegessen und weggeschmissen habe. Ah, schöner Aal, du. Herrlich. Ja, wie gerade in der Modi unterbrochen, bin ich gespannt, ob wir einen Biss bekommen. Jetzt haben wir hier direkt einen Biss bekommen. Ich will jetzt auch nicht so lange warten. Frischer Kühlvieh drauf. Und kurz Fühlung aufnehmen. Wenn er jetzt gerne mal zieht, dann gebe ich ihm ein, nicht zu lange warten. Ich habe ja nur speziell angeködert. Okay, ich versuche es jetzt einfach. Oh, das Spiel kennen wir ja schon, aber ich merke jetzt auch nichts. Ah, doch. Ah. Ich glaub, er hängt. Nass. Nicht aufgepasst, zu viel gequatscht. Da sind die Füße nass. Ah, naja. Ja, das Wasser steigt heute ungewöhnlich hoch. Und wenn man sich dann verquatscht und dann nochmal wieder hinguckt, dann kommt man auf einmal nicht mehr an seine Routen ran. Mist. So, nochmal frische Köfis dran. Und dann auf den nächsten Biss hoffen. Wir haben noch eine Stunde bis Hochwasser. Also ich denke mal, wir müssen auch nochmal den Deich hoch. Ja, ganz schön Druck drauf im Moment. Okay, weiter geht's. Na, endlich mal wieder ein Biss. Das hat ganz schön gedauert, muss ich sagen. Ist auch jetzt kurz vor Stillstand. Gebissen auf Pose hier. Ganz am Rand, wirklich so ein Stück vom Rand entfernt. Ah, es ist immer so ein Also, ich kann mich nie entscheiden, soll ich jetzt sofort anschlagen oder nicht, weil manchmal hängen sie dann nicht. Und auf der anderen Seite ziehen sie sonst in die Steine. Also, das ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Ist auf jeden Fall jetzt noch weg. Mal ein ganz bisschen ärgern. Ja. Ja. Der hing auch schon wieder in den Steinen. Aber diesmal haben wir ihn. Sauber. Juhu. Schöner Aal. Und das Vorfahrt ist doch schon super rau, weil er in den Steinen reingezogen ist. Na ja, klasse. Super. Den versorgen wir schnell. Aal Nummer 3 von diesem Film. Endlich mal. Juhu. Kein Riese, aber ein schöner Raubaal. So, das professionelle Aal sauber machen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn Aalblut ist nicht gut für die Augen. Also spritzt da nicht so rum. Und ich möchte mir den hier fertig machen fürs Räuchern. Deswegen ziehe ich nicht die Haut ab. Ich schneide den jetzt einfach nur von seinem Afterloch bis nach vorne auf.
schönes scharfes Messer. Aufpassen, dass ihr nichts irgendwie an den Organen kaputt schneidet, besonders nicht die Galle. Dann schmeckt es nicht, überhaupt nicht. Versaut euch den Fisch. Oh, so. Zack. Und beim Aal ist es wichtig, hier hinten sitzt, glaube ich, die Niere, noch mal ein Stück nach hinten einzuschneiden. Also vom Afterloch Richtung Schwanz. Da sitzt auch noch immer ziemlich viel Zeug. Da so. Und das schmeckt sehr bitter, wenn ihr das da irgendwie noch mal vergesst rauszuschneiden. Das muss auch noch mit raus. Also noch ein paar Zentimeter nach hinten anschneiden. Und dann heißt das eigentlich nur noch, ich mache das immer mit den Daumen, alles einmal schön rausziehen. Hoppa. Da ist das ganze Gedöns. Zack. So. Jetzt ist er eigentlich schon recht sauber. Den letzten Rest, den kratze ich immer im Eimer nochmal raus. Unter Wasser. So. Auch wirklich schön ansehnlich ist. Man isst es ja nicht, aber das Auge isst mit. Und wie ihr seht, richtig schön sauber. Das ist schon das ganze Geheimnis. Dann wird er so aufgehangen, vorher natürlich in Salz rein. Und dann kann man ihn futtern. Herrlicher Aal, super Speisefisch. Oh, krass, guckt euch das mal an, ey. Was ist das denn für eine Riesenraupe? Habt ihr schon mal so eine Raupe gesehen? Oder was ist das für ein Vieh? Das sieht, boah, der hat krasse Kieferscheren da vorne. Gleich in die Kommentare schreiben, was das für ein Vieh ist. Guck mal, wie groß. Das ist so lang wie mein Finger. Jo, krass. Ich habe ein bisschen Respekt davor, es anzufassen. Es ist nämlich rot. Und alles, was rot ist, ist ja Signal. Irgendwie Finger weg. Boah, was ein Teil, ey. Und schnell, kannst du mal bitte von meiner Tasche runtergehen? Guckt euch mal die Kiefer da vorne an. Gerne mal in die Kommentare, was das hier für ein Teil ist, ey. Guck mal, die ist richtig aggro. So, bitte, ich habe keinen Bock, dass du bei mir rumkriegst. Das ist irgendeine Raupe, glaube ich. Krasses Teil. Ah. Ich habe jetzt normalerweise keine Not, irgendwelche Tiere anzupacken, aber ich bin mir nicht sicher, was das ist. Und es gibt ja mittlerweile auch so giftigen Scheiß bei uns in Deutschland. Hm. Ja, gerne mal in die Kommentare, was das ist. So, 3, 2, 1. Alter, lass mich mal in Ruhe. Die hat vorne auch voll die Stachelbeine. Guck mal, wie sauer die ist. Okay, schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt. Wie kriege ich die jetzt weg hier? Ja, wir haben schon mal zusammengepackt. Keine Rute mehr im Wasser. Es war ja eigentlich ein ganz erfolgreicher Angeltag. Wenn wir jetzt alles bekommen hätten, was gebissen hat, dann wow. Hätten wir wieder bestimmt 6 richtig gute Aale gehabt. Aber hätte, ne? Fahrradkette. Naja, der Tag ist vorbei. Riesige Monster haben uns vertrieben. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall unheimlich. Was bleibt mir noch zu sagen, außer kommentiert, liked, abonniert. Bleibt immer schön hardcore. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.